Die Schulschiff Deutschland liegt seit über 25 Jahren hier in der Lesum in Bremen-Vegesack und ist mit dem Ort über die Jahre verwachsen. Jedoch hatten sich die Bemühungen, Vegesack zu einem maritimen Zentrum zu entwickeln, nicht erfüllt. Seitdem gibt es Überlegungen, die Schulschiff Deutschland nach Bremerhaven zu verlegen. Denn das Segelschiff wurde auf der Tecklenburg-Werft in Bremerhaven gebaut und lief dort 1927 vom Stapel. Bauherr war der Deutsche Schulschiffverein, der den Segler heute noch betreibt und die Entscheidung getroffen hat, die Schulschiff Deutschland nach Bremerhaven zu verholen. Sponsoren waren die Städte Hamburg, Bremen und Oldenburg, deren Stadtwappen an den drei Masten zu sehen sind. Klaus Jäger, der Vorsitzende des Schulschiffvereins, ist optimistisch, dass die Spendenverluste der letzten Jahre in Vegesack am neuen Liegeplatz im neuen Hafen Bremerhavens sehr schnell abgebaut werden können. Hierfür ist er natürlich darauf angewiesen, dass der Schulschiffverein auch auf viele ehrenamtliche Helfer zurückgreifen kann, damit der jetzige hervorragende Zustand der Schulschiff Deutschland und das Gästekonzept auch für die Zukunft erhalten bleibt. Er erhofft sich, dass jährlich bis zu 50.000 Gäste das Schiff besuchen und möglichst viele von ihnen auch an Bord übernachten. Hierfür gibt es Kabinen mit 60 Kojen an Bord, die als Doppelkabine oder auch einzeln genutzt werden können. Ein Blick in eine der Kabinen. Für das Frühstück steht eine vollständig eingerichtete Kombüse zur Verfügung, sodass die Gäste vorzüglich bewirtet werden können. Daneben besteht auch die Möglichkeit, Räume auf der Schulschiff Deutschland anzumieten. Dafür steht auf dem Achterschiff unter Deck unter anderem der Kapitänssalon zur Verfügung, in dem standesamtliche oder auch kirchliche Trauungen und Taufen durchgeführt werden können. Von hier aus gelangt man auf der Steuerbordseite in die Kabine des Kapitäns. Und auf der Backbordseite befindet sich die sogenannte Räderkammer. Im Vorderschiff unter Deck die Messe für bis zu 70 Personen. Daran anschließend die Kajüte für 16 Besucher, die ebenfalls gemietet werden kann. Mit dem Morgenhochwasser am Donnerstag, 26. August 2021, ist es soweit. Bereits im Dämmerschein werden in Vegesack die Vorbereitungen zum Ablegen der Schulschiff Deutschland zur Überführung an ihren künftigen Liegeplatz im neuen Hafen in Bremerhaven getroffen.
mal Druck, jetzt! Und. Die Schlepper Blexen als Kopfschlepper und Blumenthal Achtern haben die Schleppverbindung hergestellt. Um 6.44 Uhr kommt Bewegung in den Schleppzug und die Schulschiff Deutschland löst sich von der Dalbenreihe und wird langsam die letzten 150 Meter aus der Lesummündung gen Norden gezogen. Trotz der frühen Morgenstunde sind einige hundert Fegesacker gekommen, um ihren weißen Schwan, wie das Schiff hier liebevoll genannt wird, für immer zu verabschieden. Mit 7,5 Knoten eilt das Schiff mit Schlepperkraft Richtung Bremerhaven bei schönstem Augustwetter und ablaufendem Wasser ihrem neuen Liegeplatz entgegen. Der Segler ist 86,2 Meter lang, 11,98 Meter breit. Der Großmast hat eine Höhe von 53,2 Metern. Und der Tiefgang beträgt 5,45 Meter. Immer mehr Schiffe und Boote, auch die Hansekogge Ubena von Bremen, fahren der Deutschland entgegen. Ab Blexenriede wird sie dann von den Schiffen eskortiert und als Konvoi fahren sie auf Bremerhavens Kaiserschleuse zu. Schon am Leuchtfeuer Geestemünde Süd wird die Schulschiff Deutschland mit 3 Böllerschüssen der Lea-Salutbatterie herzlich begrüßt. Und die Gäste und Besatzung des eleganten Dreimasters können sich neben dieser Begrüßung an der wunderschönen Skyline der Seestadt erfreuen. Um den neuen Liegeplatz zu erreichen, muss noch diese Klappbrücke passiert werden, an der tausende Schaulustige schon sehnsüchtig warten. Überrascht sind die Schulschiffvereinsmitglieder und die Besatzung schon, wie viele Zuschauer an diesem ganz normalen Donnerstag den Weg zum neuen Hafen genommen haben, um ihren neuen weißen Schwan willkommen zu heißen. Aber traurig sein müssen die Bremer Liebhaber des Schulschiffes ja nicht, denn das tipptopp gepflegte Vollschiff ist ja nur innerhalb des Landes Bremen verholt worden und es bleibt ein Bremer Kleinod. Aber nun gut behütet in Bremerhaven, inmitten eines nahezu perfekten maritimen Umfelds. Nach nunmehr 7 Stunden Fahrzeit wird der Liegeplatz erreicht. Vom Schiff wird jetzt die Wurfleine, an deren Ende sich die Festmacherleine befindet, an die Kaje geworfen und dort von den Festmachern über den Poller gelegt, während gleichzeitig die Schlepper das Schiff vorsichtig an die Kaje drücken. Sobald das Schiff an der Kaje liegt, werden die Festmacherleinen an Bord eingeholt und vertäut. Und jetzt wird die Gangway angelegt. Die Stadtoberen, allen voran Oberbürgermeister Melf Granz, begeben sich zur Begrüßung auf das Schiff, wo der Vorsitzende des Schulschiffvereins, Klaus Jäger, sie bereits erwartet. Liebe Gäste, wir haben ab heute wieder ein neues Wahrzeichen in Bremerhaven. Herzlich willkommen, Segelschulschiff Deutschland. Liebe Bremerhavenerinnen, liebe Bremerhavener, liebe Gäste, dies ist ein Tag der Freude, nicht nur für Sie alle, sondern insbesondere auch für den Deutschen Schulschiffverein. Aber es ist auch von den meisten akzeptiert worden, dass dieses schönste Schiff, was wir im Lande Bremen haben,
an den Platz im Lande gehört, der die beste Voraussetzung gibt, dass dieses Schiff auch zur Geltung kommt. Und das ist ohne jede Frage der neue Hafen in Bremerhaven. Nun bleibt zu wünschen, dass der Schulschiff Deutschland es an Besuchern von nah und fern nicht mangeln wird. Und der Deutsche Schulschiffverein auch nach Jahren noch davon überzeugt ist, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.